Okay, jetzt sind zwei da. Wollte ich gerade sagen, das sieht doch ganz gut aus. Wie viel muss der da haben? Keine Ahnung, ich würde sagen, du haust ein paar rein und dann kannst du ja mal so einen Abwehrfall testen. Nee, weil dieser Superangriff ging ja auch mit der Dreieckstaste. Ach so, da musst du wahrscheinlich so ein. Ah, jetzt, Phil, jetzt! Ja! Rules of Nature! Das ist halt auch kein bisschen over the top, ne? Quatsch! Und das haut ihm in einem Schlag um. Jo. Okay, das ist ein beschissener Bosskampf, aber ja, diese Super-Dings, der hat ein bisschen was rausgerissen. Also es ist doch im Prinzip relativ easy gewesen. Ja, ist das was? Dein Wort wurde kurz bei mir abgeschnitten. Es ist im Prinzip doch eigentlich relativ easy gewesen. Ja. Wenn man weiß, was man tun muss. Wie bei fast jedem Bosskampf. Ja, und in diesem Fall war es einfach nur lang genug aufladen. Kleeblatt der Liebe. Mich sieht ja eher aus wie ein Herz, aber okay. Sein Kleeblatt der Liebe erhalten. Okay, damit muss ich jetzt... Oh, ich kann vier Wasserladungen tragen. Ja, heiliges Wasser mit herumtragen. Ja, eigentlich würde ich jetzt lieber diesen Bogen immer benutzen. Ja, aber ich fürchte, du hast ihn nicht in deinen Wichtelobjekten. Nee. Ja. Denn was soll ich dir sagen? Ich fürchte, das ist halt eine reine Bosskampfwaffe. Du wirst diesen Bogen nicht das erste Mal gesehen haben. Und nicht das letzte Mal. Ich wollte gerade sagen, nicht das letzte Mal. Ich muss wahrscheinlich hier wieder rein und der Dinges helfen, ne? Genau, du musst ihr nach wie vor die Uhr bringen. Ach, nicht, waren wir ja schon. Nicht das Kleeblatt der Liebe. Bis der Kerl uns unterbrochen hat, so müde. Ja, das wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Nee, du hast ihn ja jetzt verurteilt. Verurteilt, ja. 5-mal lebenslänglich. Echt mal. Mit deinem Abwehrpfeil. Den habe ich gar nicht benutzt. Was hast du denn gemacht? Das wird ja, diese Spezialattacke, da stand ja, die geht mit der Dreieckstaste. Und der hat ja dann so, wenn er genug gefestigt war, dann hat er da so aufgeleuchtet. Und dann habe ich die Dreieckstaste gedrückt gehalten, dann hat sie ja so in den Himmel gezielt. Und wenn du dann loslässt, dann feuert sie die Atombombe ab. Ah, ich verstehe. Was dieser Abwehrpfeil da macht, weiß ich nicht. Weil den habe ich jetzt gar nicht benutzt. Sollte man sich vielleicht auch dann ganz gut aufheben. Für noch beschissenere Bosskämpfe. Ich höre so ein Rauschen auf dem Ohr. Vielleicht atme ich zu laut ins Mikro. Was war das? Daddy! Dad! Thank you, May. Your beautiful playing has brought me back to you. Last, we can be together again. Together! Forever! Thank you. Klar, kein Ding, Mann. Thank you. Goodbye, May. Goodbye.
Goodbye, Mr. Norton. Goodbye. See you in hell. Und da schweben sie dahin. Und sie kippt um. Es war zu viel für sie. Dieser Zuckerschock. Oh, und wir sind wieder zu Hause. Ah, Zeitreise im Schlaf. Es war alles nur ein Traum. Am I dreaming? Have you seen a little girl? Spieldaten speichern. Weltbewegende Fragen. Ja, klingt so, als hätten wir ein Kapitel des Spiels beendet. Yep. Du zweite hast Stufe. Erfolgreich besiegt. Da klopft jemand. Dennis? Dennis? What are you doing here? Es ist Ron Weasley. Was zum Teufel macht der da? Er versucht offenbar zu klettern. Was a goner for sure. Long time no see, Alyssa. I haven't seen you since we were in primary school together. It must be 3 years. What do you think you're doing entering a lady's residence through a window? I have to give you something. That's some type. Here it is. It's the key to my grandfather's room. Mother always had this key with her. What are you doing with it? You saw her. When? Where? Calm down, calm down. It's yesterday morning and your mother drove by in her car. Oops. And she said you might come back from boarding school and ask me to hand that key to you if you wasn't back in time. Ist das irgendeine Art von Balztanz oder was machen die da? Hey, Alyssa, you've really changed since I last saw you. I'm going to go and check my grandma's room. Hey! Well, it looks like you've grown up too, Dennis. Oh, come on! That was then and this is now! Wait a minute, would you? Was zum... Dicks Zimmerschlüssel. Dick. Mit dem Illuminatenzeichen. Ja. Mit einem Triforce-Symbol. Was war das gerade eben? Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das Spiel ist abgefahren. Abgefahren, ne? So ein bisschen freaky manchmal. Okay, also ich... Keine Ahnung, was das für ein Balzverhalten war, aber ja. Willkommen in Clock Tower 3. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll, ob ich schockiert sein soll, ob ich in der Nase popeln soll. Oder in der Nase popeln finde ich gut. Oder keine Ahnung, was ich tun soll. Also. Jetzt also, ist es aktiv. Der Restroom. Mhm. Also am Anfang war das ja nur Spaß, jetzt ist es halt aktiv. Hilfe! Wow. Was muss ich tun? Du könntest reingehen. Ich könnte aufs Klo gehen. Mhm. Ich wette, dort drin hockt dann wohl auch die Leiche. Ausgerechnet hier ist eine Leiche. Einer der Bewohner? Wow, das stinkt zum Himmel. Ja, dann musst du irgendwo jetzt ein sentimentales Objekt oder so finden. Ja, bestimmt nicht hier in der Nähe, oder? Weiß ich nicht, die ersten beiden waren auch ziemlich in der Nähe. Ja, aber hier sonst,
2 hier eigentlich nichts mehr. Huh? War die Schranktür schon immer offen? Ich glaube nicht. Da ist jemand überstürzt weg. Die Schranktür ist immer noch offen. Ach, Alyssa. Meine liebe kleine. Hä? Oh. Alyssa. Hä? Was? Zweimal dasselbe Bild hintereinander? Hinter der Maske ist eine zweite Maske. Da ist noch ein Bild unter dem ersten. Das ist das zweite. Da ist eine Uhrzeit drauf. Ja. Und da ist eine Uhr. Ja. Da ist eine Uhr. Die Uhr schlägt nicht mehr. Stell die Uhr, Alyssa. Stell sie. Damit sie wieder geht, bräuchtest du einen Aufziehschlüssel. Um Henry, Mildred und Scott einzustellen. Henry, Mildred, Scott. Ja, da müssen wir wohl einen Aufziehschlüssel finden, aber ich möchte eigentlich die Tür vom Grandpa hier mal wieder finden. Ich glaube, die war im Erdgeschoss. Ja? Mhm. Ah ja, stimmt. Ja. Ach komm, lass mich in Ruhe. Geh mal einen anderen auf den Geist. Geh Dennis auf den Geist. Was ein Idiot. Ja. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da vorhin passiert ist. Ich auch nicht. Also Dennis ist definitiv nicht Philipp. Nee. Vielleicht können wir aber in Philipps Raum jetzt reingehen. Nee. Nee, ist immer noch nichts Interessantes. Da war Dennis wohl deutlich interessanter für sie. Philipp. Who the fuck is Philipp? Hey, du kannst speichern. Und deinen Scheiß auffüllen. And just for 24 years I've been living next door to Philipp. Ja, ich kann das auffüllen. So. Nichts Ach ja, das war die uninteressante Tür. Und irgendwie schlurfst du da gerade irgendwie Zeugs in dir rein. Ein Kakao. Durch einen Strohhalm. Ist es, glaube ich. Ja. Dicks Zimmerschlüssel verwenden. What a dick. Naja, für die, die es nicht wissen, der Name Dick ist eine Abkürzung für den Namen Richard. Echt jetzt? Ja. Wie kommt man von Richard auf Dick? Das ist genauso wie, im Amerikanischen halt, ne? Jetzt zum Beispiel, Jimmy ist eine Abkürzung für James oder Bill für William oder wenn es, Stimmt, das Bill mit William kenne ich auch und aus dem Russischen kenne ich Alexander und Sascha. Sascha, genau. Ja. Die wollte ich gerade als nächstes erwähnen. Aus dem Russischen kenne ich den Sascha vom Alexander, ja. Ja. Oh Gott. Was, Just take a look at this. Mess. All die alten Bücher. Was hat er studiert? Kunst. Auf Lehramt. Keine Ahnung. Die stellt aber auch Fragen.